Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Far Cry 3 Blood Dragon. Wir sind hier in der Zuchtstation der Blutdrachen und werden jetzt hier gucken, dass wir hier die Eigelege zerstören, ohne dass wir Stress anfangen mit besagten Blutdrachen. Sind das etwa Aliens? Aliens, sehr schön. Ein Spiegelei, kommt sofort. Oh. Da, hau es dir. Krasser Scheiß. Los, fahren. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Alter, Hauptsache, die lassen uns in Ruhe. Sind zumindest wieder gelb. Alter, alter, alter. Das ist uncool hier. Wird, wenn ihr groß seid, Omelette. Jetzt sind sie wieder auf uns aggro. Ich kriech mal hier durch den Tunnel. Ich hab keine Ahnung, wo das hingeht. Aber zumindest sind sie erstmal nicht hinter uns her. Sondern sind einfach nur aggro, weil da hinten Feuer ist. Ich glaube, von dem Blutdrachen habe ich sogar mit der Handgranate das Teil vom Kopf weggeschossen. Das ist sehr gut und bedeutet nämlich, dass wir da hast du den so ablenken können. Hier, Meets, Meets. Da freust du dich, was? So. Da vorne liegt auch das Kopfteil. Aber da hinten ist halt der, der immer noch so ein Problem mit uns hat. Hier, ich hatte Schale, weicher Kern. Er hat ein Rührei bestellt. Aber wir haben es geschafft, Leute. Aufzug erreichen und entkommen. Alarm. Sämtliche Eigelege zerstört. Feuerunterdrückungssysteme haben Feuer gefangen. Evakuierung. Selbstzerstörungsprotokoll eingeleitet. T-minus 30 Minuten. Alles klar, wir rennen einfach. Einen schönen Tag. Wir rennen einfach. Ich weiß nicht, ob die hinter uns her sind. Wow. Einfach rennen, wird schon gut gehen. Warum ist der Aufzug so langsam? Wozu soll das gut sein? Dramatische Spannung. Alarm. Blutdruck.
Drache nähert sich. Eine der Mütter. Sie ist verärgert wegen der Sache mit dem Flammenwerfer. Ihnen bleibt keine Zeit, den minimalen Sicherheitsabstand zu erreichen. Kommt dir das nicht bekannt vor? Nein. Fuck. What? Meine Empfehlung, benutzen das Geschütz. Ach was. Platsch, da war er weg. Sehr schön. Auch schön, wie die gerade gespawnt sind. Wir machen sie alle weg, Leute. Okay. Sie müssen mit einem Fahrzeug über den Abgrund springen. Was? Über den Hai springen. Alter! Ich bin doch so schlecht beim Fahren. Ich habe alles durch mein Fernrohr beobachtet. Das war unglaublich. Nein, Doc. Bilder von weinenden Clowns und Hunden, die Poker spielen. Das ist unglaublich. Aber das? Nur ein Job. So, wir haben ja noch eine Sache vor. Die Leute, die auf Twitter aktiv sind, die wissen das. Und zwar habe ich gesagt, wir werden mal so ein Hai ein bisschen ärgern. Denn so ein Hai steht auch auf unserer Abschussliste. Muss er ja. Währenddessen bekommen wir oben immer noch Erfahrungspunkte. Wir schauen mal auf der Karte. Sind wir hier in einem Haigebiet? Wir biegen mal ein bisschen nach da ein. Ein bisschen Heilung. Wir brauchen unbedingt auch ein Hai. Also ich will unbedingt ein Hai legen, weil wir müssen ja so und so viele Tierarten gekillt haben, um unsere Aufsätze freizuschalten. Und ein Hai, und das habe ich mir sagen lassen, ist ein Tier. Und steht somit auf der Liste der bedrohten Arten, wenn wir durch die Pampa ziehen. Ich sehe doch, da ist einer.
Dann komm mal her, mein Freund. Wir müssen ihn halt dazu bringen, glaube ich, dass er uns direkt angreift. Oh, da ist noch einer. Hey, die spielen ja nur mit uns. Der sollte schon mal so richtig zubeißen. Hallo. Mr. Hi. Das Problem ist halt, nur wenn der zubeißt, haben wir, glaube ich, die Möglichkeit, ihn direkt zu attackieren. Ansonsten wüsste ich nicht, mit was ich hier... Ich kann ja nicht auf die schießen. Da vorne sehe ich eine Finne. So. Drecksvieh. Da haben wir dann auch unseren Hai. Sehr schön. Mit den restlichen Haien muss ich mich dann nicht noch anlegen. Das reicht mir dann. Euch habe ich schon. Ja, 8 von 12 Tierarten haben wir. Ich glaube, 9 brauchen wir maximal. Bin mir aber sehr unsicher. Warte, wenn man da unten los ist, es geht uns nichts an. Aber hier sind Fernseher und die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich hoffe, ich muss keine scheiß Flaggen einsammeln. Ich habe ein Heilmittel gegen Asperger gefunden. Lautloser Kill. Dann haben wir ein neues Gesundheitsfeld bekommen. Ich glaube, wir sind auch während der Mission ein paar Stufen aufgestiegen. Aber das soll uns jetzt an dieser Stelle mal nicht interessieren. Ich würde eher sagen, wir schauen, wo unser nächster Auftrag ist. Da vorne. Lass dich hier herunter, ist unser nächster Auftrag. Würde ich sagen, gehen wir da direkt hin und gehen das Teil an. Tut mir leid, Leute, ich habe keine Zeit für euch. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin ja noch ein paar Tiere, die wir noch nicht haben. Tatsache. Jetzt haben wir auch schon Ziegen. Ich weiß gar nicht, was es noch gibt. Lasermunition haben wir jetzt auf jeden Fall freigeschalten. Halt die Klappe da hinter mir. Ich hoffe, die fahren uns jetzt nicht mit dem Auto hinterher. Ich finde das super geil. Was? Ich finde das super geil, wie schnell das Movement hier ist. Also man ist hier deutlich schneller zu Fuß als mit den meisten anderen Spielen. Die
Dir mache ich Feuer unter dem Hintern. Und das finde ich richtig geil. 10 Millionen, um mich zusammenzuflicken und ich mach so einen Scheiß. Vier von 32. Oh, meine Fresse. So, mir folgt so schnell keiner. Dafür sorge ich. Euch kenne ich schon. Da oben müssen wir hin. Das schaffen wir auf jeden Fall. Der Sniper nervt halt ein bisschen. Ach, da oben müssen wir hin. Ach du Scheiße. Das ist ja dann doch schon ein Stückchen weiter. Wie kommt man da hin? Wie wir da hinkommen, liebe Leute, was wir da erleben werden und vieles mehr, seht ihr in der nächsten Folge von Far Cry 3 Blood Dragon. Bis dahin, macht's gut. Und seid keine Aliens.